Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mehr Leute als die Polizei in Berlin hassen, die verabscheuen die AfD und das mit gutem Grund, Herr Wolleit. Berlin hat einen weitgehend friedlichen 1. Mai erlebt und ich finde, die beste Nachricht daran ist, wir können wieder mehr über Politik reden. Über gute Arbeit, über Armut, über soziale Spaltung in diesem Land. Darüber, dass auch bei uns in Berlin viele Menschen in Armut und Ausgrenzung leben oder sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen über Wasser halten müssen, während andere Milliarden verdienen. Das sind die Verhältnisse, auf die die vielen Versammlungen und Aktionen in Berlin aufmerksam machen am 1. Mai. Und das sind die Verhältnisse, die wir ändern müssen. Da sollten wir den Fokus drauf richten. So, und das ist jetzt möglich, weil auch der Abend des 1. Mai in diesem Jahr eher politisch als krawallig war, so würde ich es mal formulieren. Ich gucke mir das jetzt seit 13 Jahren jedes Jahr an, bin so mit meinen 40 Jahren auch schon richtig alter Haudegen. Und es tut mir wirklich leid für viele hier im Raum, dass Ihnen das nicht in den Kram passt. Aber in diesem Jahr war der Abend wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, weitgehend friedlich. Die 18-Uhr-Demonstration konnte bis zum Ende laufen, wurde dann beendet. Die Polizei hat sich beim Aufzug weitgehend zurückgehalten. Auch das ist eine Maßnahme, die zu einem friedlichen Mai beitragen kann. Ja, wir haben ja im letzten Jahr kritisiert, dass die Polizei ganz frühzeitig und ziemlich massiv in die Demo reingegangen ist. Und das ist nach hinten losgegangen. Das haben wir kritisiert. Und in diesem Jahr ist das nicht passiert. Das war schlauer und ich habe den Eindruck, dass da wirklich ein Stück weit gelernt worden ist. Vielen Dank. Eins möchte ich hier auch nicht unerwähnt lassen, ist auch schon gesagt worden, auf der Demo gab es Parolen und Transparente, die zu Gewalt gegen Israel aufrufen oder das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Ich finde, die dürfen auf so einer Demo nichts zu suchen haben. Und auch wenn das nur ein kleiner Teil der Demo war, da müssen die, die dort mitlaufen, sich zu Recht vorwerfen lassen, dass sie das geduldet haben. Das geht nicht. Und natürlich gab es nach der Demo auch einige, die die Konfrontation mit der Polizei gesucht haben. Flaschen, Böller auf Polizisten geworfen haben und Ähnliches. Gab es auch in diesem Jahr, ja. Und natürlich ist das nicht akzeptabel, völlig außer Zweifel. Aber das war wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Das zeigen ja auch die Zahlen der Polizei, viel weniger als in den letzten Jahren. Die Tendenz ist klar abwärts. Und es war auch nichts außer Kontrolle. Und deswegen ist es völlig unangebracht, wie vor allem die CDU jedes Jahr permanent mehr Polizei, mehr Härte fordert. Nein, wir werden immer einfordern, auch als Koalition einfordern, dass Polizei deeskalativ vorgeht, rechtsstaatlich, verhältnismäßig, nicht mehr und nicht weniger. Und da sehen wir uns in diesem Jahr auch bestätigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man kann eines ja wirklich aus den letzten Jahren feststellen. Jedes Jahr wird im Vorfeld wirklich fast schon ritualhaft beschworen von verschiedenen Seiten, dass es dieses Jahr so richtig knallt. Und in der Realität sieht es dann aber anders aus. Und die Zeit der großen Straßenschlachten ist vorbei, seit langem. Also, deswegen sage ich, lassen Sie uns darüber nachdenken, ob jedes Jahr 5.000 und mehr Polizisten wirklich noch zeitgemäß sind. Ich finde, wir sollten die Debatte führen, ob man das nicht schrittweise zurückfahren kann. Weil, ich sage daraus auch deshalb, weil wir wollen am 1. Mai nicht zuallererst über Polizeieinsätze reden oder über Eierwürfe, sondern wir wollen über die Forderung zum Tag der Arbeit reden. Von Gewerkschaften, von den vielen Menschen, die an dem Tag auf die Straße gehen für höhere Löhne, für kürzere Arbeitszeiten, für bessere Arbeitsbedingungen. Das ist ein Kampf, den wir als Linke seit jeher unterstützen und bei dem die Koalition auch in den ersten 100 Tagen schon viele Zeichen gesetzt hat. Ja, zum Beispiel beim Thema Bezahlung. Ein Kriterium für gute Arbeit ist ja eine Bezahlung, von der man leben kann und die im Alter vor Armut schützt. Wir haben den Landesmindestlohn auf 13 Euro pro Stunde erhöht, weil das die richtige Verdienstgrenze ist, damit Menschen nach 40 Jahren Vollzeitarbeit eine Rente erhalten, von der sie auch leben können, über der Armutsgrenze. Und so lobenswert es ist, dass die Bundesregierung jetzt den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro angehoben hat. Wenn der so bleibt, werden wir weiter Altersarmut haben. Also, da muss noch mehr drauf und dafür werden wir kämpfen, nicht nur am 1. Mai. Zum Thema Tarifbindung. Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass alle Zuwendungsempfänger des Landes Berlin, also die vielen freien Träger, die wichtige Arbeit im Auftrag des Landes Berlin leisten. Zum einen finanziell in die Lage versetzt werden, aber eben auch verpflichtet werden, ihre Beschäftigten nach Tarif zu bezahlen.
Auch bei der Neustarthilfe nach der Pandemie haben wir das gemacht. Die haben wir an die Bedingung geknüpft, dass sie nur an Unternehmen geht, die auch Tariflohn bezahlen. Also auch bei diesem Thema sind wir dran, haben wir was gemacht, werden wir weiter dranbleiben. Beim Thema Arbeitszeiten genauso. Der 1. Mai ist ja historisch aus dem Kampf der ArbeiterInnen für den 8-Stunden-Tag, ja, also für humane Arbeitszeiten hervorgegangen. Und der Kampf ist heute nicht vorbei. Der ist ja aktueller denn je. Weil Arbeitszeiten sind nicht nur im Homeoffice wichtig, sondern auch unter den Bedingungen von prekärer Beschäftigung, bei befristeten Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und deshalb unterstützen wir zum Beispiel mit dem neuen Hochschulgesetz die Schaffung von guten und sicheren Arbeitsplätzen. Und auch ein wichtiger Punkt, wir unterstützen natürlich den Vorschlag unserer Sozialsenatorin, Katja Kipping, dass Feiertage, wenn die dann alle paar Jahre mal auf einen Sonntag fallen, dann an einem Montag nachgeholt werden. Und das ist auch nicht irgendeine weltfremde Utopie. Das ist in vielen Ländern Praxis, seit vielen Jahren. Also warum nicht auch hier, liebe Kolleginnen und Kollegen? So, verlässliche Arbeitszeiten sind auch ein wichtiger Punkt, wichtiges Thema in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Da haben ja viele Fachkräfte diese Branchen verlassen. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass fast 2/3 derjenigen, die mal in der Pflege gearbeitet haben, eine Rückkehr sich vorstellen können, wenn sich dort die Arbeitsbedingungen bessern. Und das sind Arbeitsbedingungen, wie wir sie jetzt für die Beschäftigten von Charité und Vivantes vereinbart haben. Und ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum die Geschäftsführung von Vivantes die Umsetzung dieser Tarifvereinbarung immer weiter hinauszögert. Das kann nicht sein und da erwarten wir auch vom Senat mehr Druck auf den Vorstand. Und der 1. Mai ist auch ein Tag, an dem sich die Aufmerksamkeit besonders auf die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft richtet. Leider ist das ja in diesem Jahr besonders wichtig. Nachdem bereits 2 Jahre Pandemie den ärmeren Teil der Gesellschaft getroffen haben, treffen jetzt die Folgen des Krieges in der Ukraine die Menschen noch mal ganz mit besonderer Härte. Und sie treffen eben vor allem auch eher Frauen, alleinerziehende MigrantInnen. Und die rasant steigenden Energiekosten, die lassen ja nicht nur die Preise steigen für Strom, Gas und Heizung, sondern eben auch für Dienstleistungen, für Grundnahrungsmittel. Und das wird dazu führen, dass immer mehr Menschen nicht wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über die Runden kommen sollen. Und hier müssen wir gegenarbeiten. Und ja, die Bundesregierung hat ein sogenanntes Entlastungspaket beschlossen. War auch viel Thema am 1. Mai. Das ist erstmal gut. Aber das Problem dabei ist, dass es nicht schwerpunktmäßig auf die ausgerichtet ist, die es wirklich brauchen. Die Krise trifft ja nicht alle gleichermaßen. Das wissen wir alle. Wir alle in diesem Raum können das verschmerzen mit unseren Diäten, wie viele andere Besserverdienende auch. Was sollen wir mit einer Energiepauschale? Was sollen wir mit Steuerentlastung? Wir haben genug. Wir werden uns nicht in die Schlange bei der Tafel stellen müssen oder wir werden auch nicht auf unseren Urlaub verzichten müssen. Aber bei denen, die das müssen, da kommt zu wenig an. Ja, die Große Koalition hat ja im 2. Corona-Jahr eine Einmalzahlung für Transfergeldempfangende von 150 Euro beschlossen. Und von der Ampelkoalition gab es dann im Winter nur noch 100 Euro einmalig. Im Januar wurden dann noch die Regelsätze für ALG II um 3 Euro erhöht. Wirklich lächerlich. Und jetzt glauben Sie ernsthaft, mit nochmal 100 Euro Inflationsausgleich wäre es getan. Das ist wirklich peinlich und zynisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da muss mehr drauf, und zwar regelmäßig. In Berlin, müssen wir auch ehrlich sagen, kann das nicht alles alleine auffangen. Aber wir werden in dieser Koalition dafür streiten, dass wir alles Mögliche dafür zu tun. Zum Beispiel, indem wir den Energiehilfefonds nochmal aufstocken. Zum Beispiel, indem wir auf Mietsteigerungen verzichten, wie das Senator Geisel ja für das Wohnungsbaubündnis schon angeregt hat. Ja, sollten wir weiter verfolgen. Zum Beispiel durch die Umsetzung des Deutsche Wohnenteignen Volksentscheids. Also, wir machen in Berlin, was wir können. Aber wir werden den sozialen Frieden nicht retten mit Frieren gegen Putin-Slogans oder mit Rezepttipps von Thilo Sarrazin, sondern wenn wir nicht wollen, dass die soziale Spaltung in unserem Land weiter wächst, dann brauchen wir eine solidarische Gesellschaft und dann brauchen wir auch eine Umverteilung von oben nach unten. Und das sind die Themen, die uns nach dem 1. Mai bewegen sollten, meine Damen und Herren. Vielen Dank.